Was ist Klarheit? Klarheit im Traum bedeutet, wie stark die Sinne auf die Traumwelt eingerichtet sind. Wie man in dieser Traumwelt drin ist. Klarheit bedeutet, die ganze Welt um sich herum zu erfassen. Doch wie sieht die Klarheit nach dem Aufwachen aus? Im Fernsehen sieht man immer wieder Demonstrationen, die alle Ausländer verteufeln, Asylantenheime brennen. Auf der Straße stehen Menschen, die alles, was nicht genauso aussieht wie sie, irgendwie verteufeln und aus Deutschland raushaben wollen. Homosexuelle werden komplett ausgegrenzt und man möchte nicht, dass man die in der Nachbarschaft hat. Es gibt dann sehr viele Menschen, die sagen, ich habe eigentlich nichts gegen Ausländer, ich habe eigentlich nichts gegen Homosexuelle, aber wenn sie sich dann neben mich setzen oder wenn sie bei mir im Nachbarhaus irgendwie wohnen, ja, dann gehe ich denen schon aus dem Weg. Was soll das? Deswegen mache ich dieses Video auch hier. Was heißt klar sein im Alltag? Was heißt klar sein, nachdem man aufgestanden ist? Klarheit bedeutet, sich aus mehreren Quellen zu informieren. Nicht nur die eine Quelle als Wahrheit anzusehen. Nämlich, es gibt nicht die eine Wahrheit. Informiert euch aus so vielen Quellen wie möglich, auf so vielen Seiten wie möglich, von verschiedenen Blickwinkeln aus. Seid offen für Neues, für die Welt, die da draußen ist, für andere Menschen, für andere Kulturen, egal wie sie aussehen oder was sie machen. Wenn sie euch nichts Böses tun, warum solltet ihr dann etwas gegen sie haben? Und Klarträumer sind eigentlich generell weltoffen. Ich habe es gemerkt in meiner Community, das ist richtig cool. Ihr seid offen, ihr geht auf neue Dinge ein. Generell, das Klarträumen ist natürlich auch eine neue Sache. Und ich finde es richtig gut, dass ihr auch gegen anderen Menschen über ihre Meinung akzeptiert und auch mit ihnen diskutiert, ohne jetzt gleich auf eurer Meinung richtig zu beharren. Sondern Klarträumer sind ein gutes Beispiel dafür, wie Weltoffenheit und wie Offenheit vom Kopf her, diese Klarheit funktioniert. Legt auch Wert auf euch selbst, sei es durch Meditieren oder durch andere Sachen. Ich meditiere jeden Tag und das bringt eine richtige Ruhe in sich drin. Der Fokus kann viel besser auf andere Dinge gebracht werden, wenn man wirklich selbst mit sich selbst im Reinen ist, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und eine Mitte gefunden hat. Ich habe am Anfang gesagt, informiert euch auf so vielen Quellen wie möglich und seid offen für Neues. Ich habe auf kyonas.com jetzt eine neue Seite errichtet. Da könnt ihr ganz viele Links finden zu coolen Seiten, die ich auch regelmäßig benutze. Venus Project, das Magazin, guckt euch das an. Ist zwar auf Englisch, aber eigentlich leicht verständlich. Schaut da mal vorbei. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde jetzt demnächst immer mal wieder solche Videos machen. Hashtag Klarheit. Weil es mich bewegt, weil ich das immer wieder merke, dass um uns rum viele Menschen gar nicht klar sind oder gar nicht offen sind für Neues. Was haltet ihr davon? Erlebt ihr das auch selbst im Alltag irgendwie bei euren Kollegen oder Mitschülern? Schreibt es mal in die Kommentare unten rein. Und wir sehen uns dann bald wieder. Und wie immer, bleibt klar.